Willkommen zurück zu einer weiteren düsteren Folge Alone in the Dark. Freut mich, dass du da draußen wieder düster mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte abartige Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen. Einmal für PC, einmal für die PlayStation oder einmal für die Xbox. Bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Wir sind irgendwo auf dem Friedhof unterwegs und ja, hier sind jede Menge Leichen. Super viele Leichen. Wer hier alles beerdigt wurde, werden wir sie erfahren. Oh oh. Wow, 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 wow. Ich werde von hinten geschubst. Oh Gott. Das sind einfach zu viele. Ich muss weg hier. Definitiv. Unangenehm. Unangenehm. Oh Gott, noch mehr von denen. Oh, sind die weg? Das war gar nicht cool. Ich wäre beinahe draufgegangen hier unten. Zum Glück habe ich Schnaps dabei, ne? Zum Glück hat der Mann immer irgendwas zu saufen am Start. Yo, das Opfer. Na, was haben wir denn hier? Na, was haben wir denn hier? Moment, ich will noch mal ganz kurz hier unten mich umsehen. Ich hoffe nämlich, dass wir nichts übersehen haben. Nö, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ich glaube, das kann man so erstmal lassen. Ach, endlich wieder. Gott sei Dank ist es vorbei. Gute alte Friedhofsluft. Schön frisch, kalt. Strömt in meine Lunge hinein. Bin ich hier reingekommen? Es wäre cool, wenn man seine Waffen irgendwie upgraden könnte, ne? So ein paar Verbesserungen für die Bomben würde ich schon geil finden. Ach, das macht er automatisch. Ich war eben gerade am Überlegen, ob das überhaupt so passt, aber... Boah, wird schon schief gehen, ne? Ah, Moment. Das muss sich doch mit diesen Dingern hier verbinden. Oh, sind eigentlich alle übereinander oder kann man die noch... Ah, man kann sie doch austauschen. Alright. Na, warte. So. Nee. Ja. Ich will das hier, das wieder nach oben, das hier drehen. Dankeschön. Bitte, nicht anfassen. Jeremy.
Was machen Sie hier? Alle suchen nach Ihnen. Ich weiß, es ist alles so ein Chaos. Niemand versteht es. Ich will doch nur das Böse fernhalten. Nur noch ein bisschen länger. Sie müssen mit mir zurückkommen. Ihre Nichte wartet in The Shadow. Emily? Warum ist sie... Mein Brief. Ich mache es nur noch schlimmer. Was geht hier vor, Jeremy? Wie kann das alles passieren? Ich habe jemandem etwas Schreckliches versprochen. Der Schattenmann. Wer ist er? Nein, 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 sagen Sie nicht den Namen. Er kann uns hören. Er belauscht uns ständig. Jeremy, ich muss verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe ihm alles versprochen. Wenn die Sonne aufgeht, werde ich für die Ewigkeit in seinem versunkenen Wüstentempel angekettet werden. Aber wenigstens wird das Böse, das in Dorsetto erwacht, niemandem außerhalb dieses verfluchten Orts schaden. Sie reden Unsinn, Jeremy. Ich will Ihnen helfen. Sie können gar nichts tun. Was soll dann all das mit Taroeia? Warum wollten Sie dorthin? Ich kann da nicht hin. Ich darf nicht. Aber Sie wollten dorthin. Kann ich hin? Reden Sie. Kann ich so diesen Pakt brechen, Ihr Versprechen? Gibt es dort was, das helfen kann? Warum machen Sie mir Hoffnung? Das ist grausam. Okay. Offenbar sind wir etwas auf der Spur. Was sollte ich... Achtung! Hinter Ihnen! Rennen Sie! Er darf Sie nicht kriegen! Mein Ein und Alles. Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorkommnisse gesehen. Erinnerungen drängen sich in die Realität und brennen dann aus wie müde Glühdrähte in elektrischen Lampen. Traumlandschaften stürzen von den Sternen herab und versinken im Meer. Türen, die ins Nirgendwo führen und zugleich überall hin. Bei all dieser Träumerei wollte ich daran glauben, dass es eine Chance gäbe, dass du einen Weg finden könntest, am Leben zu bleiben. Einen Weg, den ich nicht sehen kann. Genau wie ich gelernt habe, mit meinem Talisman zu navigieren, kanntest du vielleicht mit all deinem Wissen einen Weg. Einen Weg, mich wiederzufinden. Vielleicht in Taroeia. In Liebe, Jeremy. Kofferschlüssel. Was mit ihr hier? Sie ist doch nicht tot, oder? Ist sie tot? Sie ist tot. Und egal, wie sie gestorben ist, jetzt sieht sie friedlich aus. Perosis Körper sah unversehrt aus. Carnby konnte nicht feststellen, wie sie gestorben war oder warum das für die Menschen von Dorsetto keine größere Aufregung bedeutete. Jeremy wollte nicht gerettet werden. Er fühlte sich dazu gezwungen, einen Pakt einzuhalten, den er mit einem Wesen geschlossen hatte, das er den Schattenmann nannte. Carnby wollte daran glauben, dass das Unsinn war. Aber eine kurze Begegnung mit einer unerträglichen Verfinsterung hatte ihn bis in sein Innerstes erschüttert. Carnby hatte in seinem Leben schon viele schlimme Dinge gesehen. Aber noch nie hatte er eine solche Angst verspürt. Nachdem er seine Gedanken gesammelt hatte, war Carnby sich sicher, dass er Jeremy an dem einzigen Ort suchen musste, der ihm noch einfiel. Er musste nach Taroeia gehen. Okay, wo ist die Reisetruhe? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich in seinem Zimmer, ne? Der Schattenmann. Wo bin ich denn jetzt genau? Karte... Ja, ganz in der Nähe. Müsste eigentlich hier drüben sein. Und da ist die mysteriöse Reisetruhe. Ah, die Barlow-Linse. Klar. Eine Teleskoplinse? Warum sollte er das wegschließen?
Jeremy hatte einen Weg nach Taroyer gefunden, aber es war ihm nicht gestattet, dorthin zu gehen. Tief in seinem Innersten wusste er, dass es für ihn unmöglich war, die Schwelle zu überschreiten. Stattdessen hoffte er, dass Perosi an seiner Stelle gehen und seine Bibliothek niederbrennen würde, damit er von vorne beginnen konnte. Aber sie hatte nie die Chance dazu gehabt. Perosi hatte ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Dämonen gehabt und starb eines Tages ohne Vorwarnung. Mit der Linse des Teleskops in der Hand hegte Detective Carnby einen Verdacht, worum es sich handeln könnte. Zumindest einen Teil des Schlüssels zu dem Paradies, das Jeremy so dringend erreichen wollte. Er war neugierig, was er finden würde, und wollte so bald als möglich die Linse zum Einsatz bringen. Wo war nochmal die Linse? Ich weiß es nicht. Wo haben wir die denn gefunden? Wir hatten sie schon. Also die Linse, nicht das Teleskop. Das Teleskop hatten wir schon mal. Nicht auf dem Dachboden. Im Empfangsraum ist ein Puzzleteil lösbar. Gut, dann gehen wir mal runter. Vielleicht ist es das. Natürlich würde ein Teleskop in den oberen Bereichen mehr Sinn ergeben. Komme ich denn am besten hin? Über die Veranda. Ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich muss Emily helfen, ihren Onkel zu retten. Wo ist die Veranda? Empfangsraum, die Veranda ist hier. Ich frage mich halt, ist es sinnvoll, nochmal mit Emily das gesamte Spiel durchzuspielen? Was meint ihr da draußen? Sagt ihr, ja, Kies, natürlich, das musst du. Du willst doch alles wissen. Du willst doch all die Geheimnisse lüften. Junger Jor. Moment, ey, ich bin immer so verwirrt über dieses Haus. Ja. Hier ist das Zimmer. Wo ist dann... Das ist das WC. Über der Treppe. Hä, aber das wäre ja dann das hier. Hier ist Lottis Zimmer. Wie komme ich denn aber in das andere Zimmer? Da muss ich durch die Bibliothek, durch den kleinen Salon. Okay. Bibliothek ist hier. Der kleine Salon ist hier drüben. Ey, irgendwie, es gab keinen Patch. Also ich habe nichts runtergeladen, aber es läuft besser. Es läuft interessanterweise besser, das Spiel. Das ist genau, ich habe hier nicht wirklich viel Spiel. Rauszoomen sehe ich gar nichts. Reinzoomen sehe ich aber auch nichts. Kann man das irgendwie drehen oder so? Nee. Ich soll die Linse richten. Aber ich kann das Teleskop auch nicht verstellen. Ich kann nur reinzoomen und rauszoomen. Leider sehe ich hier gar nichts. Oder ist da wirklich so eine kleine... Ha. Ich habe hier auch nicht wirklich viel Spiel, um jetzt irgendwie... mich weit zu bewegen. Hier sind rote, gelbe und grüne Punkte. Müssen die vielleicht irgendwie aufeinander liegen? Aber es wird ja nicht scharf. Verstehe ich nicht. Steht
hier irgendeinen Hinweis? Gibt es hier irgendwo eine Bedienungsanleitung? Hier. Diese, dann nutzen Sie die Feineinstellung, um den Abstand zwischen Ihren Linsen einzustellen. Das ist recht einfach, solange Sie durch das Okular schauen. Suchen Sie einfach nach einer Position, in der das Bild gut zu erkennen ist und flach erscheint. Wenn Ihr Teleskop korrekt eingestellt wurde, sollte Ihr Teleskop ein klares Bild mit hervorragender Vergrößerung bieten. Flach. Kann jemand mal die Mucke da ausstellen? Ich krieg's nicht hin. Ist das so schwierig? Guck mal, jetzt wird's gar nicht mehr scharf. Wie habe ich das denn hinbekommen? Davor wurde es wenigstens so ein bisschen scharf. Jetzt ist es ja ganz matschig. Warte, warte, hier passiert was. Wie habe ich das hinbekommen? Moment. Jetzt? Ja! Mann! Das war echt total weird, weil du musst da immer weiter reindrücken, aber du kriegst irgendwie keine wirkliche Resonanz. Wow. Ja, ich hab einfach gedreht jetzt. Ich hab einfach nur im Kreis gedreht. Und so eine Mischung aus reindrücken und drehen. Das war eigentlich relativ simpel. Kann man das drehen? Bewegen, teilbewegen, platzieren. Was ist das denn überhaupt? Ah. Ich glaube, das kommt schon mal hier hin. Das könnte hier bleiben. Ist das ein Stier? Das ist ein Stier. Jetzt erkenne ich ein bisschen was. Das muss wahrscheinlich hier hin. Das hier. Oh. Auf jeden Fall ein Stier. Ne, das muss schon hier hin. Was ist das? So schwer zu erkennen. Wow, was passiert hier? Er stellt etwas ein, ganz von allein. Und er zeigt den Weg zu einer anderen Erinnerung. Wo ist das? Sieht aus wie der große Tisch, den wir schon gesehen haben. Eine weitere Welt, die nach De Cedo hineinsickerte. War dies ein Vorgeschmack auf das mysteriöse Taroea? Und wer war die tote Alte im Stuhl? Die Frage stellt niemand.
großes Zimmer mit einem großen Tisch. War das nicht da oben, wo wir die rauchende Lady gesehen haben? War das nicht da? Hier saß doch an so einem großen Tisch. Zwischengeschoss, genau da irgendwie muss ich hin. Ich glaube, das war hier. Okay, ich habe was Neues gefunden. War doch nicht hier. Es war ein gedeckter, üppiger Tisch. Sie ist tot. Und egal, wie sie gestorben ist, jetzt sieht sie friedlich aus. Hirosis Körper sah unversehrt aus. Carnby konnte nicht feststellen, wie sie gestorben war oder warum das für die Menschen von Ducedo keine größere Aufregung bedeutete. Speisezimmer steht hier noch. Großer Salon, Wintergarten, Esszimmer. Das Esszimmer. Dafür müssen wir wieder runter. Mein alter Knabe. So, das Ess... Okay, warum liest sie das jetzt nochmal vor? Ja, hier geradeaus. Da muss man hier rein. Ist noch verschlossen. Kann ich das öffnen? War da nicht auch ein Keil? Nee. Ich brauche den Schlüssel. Da braucht man einen Schlüssel. Komme ich überhaupt ins Esszimmer? Weil hier ist das Esszimmer. Ist hier noch ein Weg? Ja. Nice. Auf geht's. Okay, auf geht's. Was ist hier los im Esszimmer? Kapitel 3. Nice. Bin ich jetzt in der Vergangenheit? Wo die Künstlerkolonie noch existiert hat? Sie haben es hergeschafft. Ich hatte Zweifel, aber die Hoffnung, die Sie mir gaben, lebt noch. Ich schätze, das hier ist Haroeia. Wer sind Sie? Mein Name ist Juan Luis Roche und dies ist wirklich der Konvent von Haroeia. Sie müssen entschuldigen, aber Jeremy kannte Ihren Namen nicht. Ich heiße Edward Carnby, ich bin Privatermittler. Sie sind kein Patient, oder? Nein. Ich bin der Autor eines Buchs, das Jeremy einst wichtig war. Wie geht das? Sind Sie auch Teil seiner Erinnerung? Ist das eine Erinnerung? Ich bin wohl eher eine Manifestation von Jeremys Unterbewusstsein. Genau wie der Konvent von Taroeia. Ich habe Jeremy nie getroffen. Und wir sind an einem Ort, den er nie besucht hat. Na schön. Und Sie sind hier, um mich anzuleiten? Ich habe eine klare Bestimmung. Ich bin einfach. Aber ich helfe natürlich gerne, wenn ich kann. Wenn Sie bereits irgendwie ein Teil von Jeremy sind, warum wollte er dann herkommen? Ist er dann nicht schon hier? Jeremy wollte herkommen, weil es ein Abbild seines Geistes ohne Störung ist. Wenn Dr. Gray ihn während der Sitzungen bittet, seinen Fokus zu finden, stellt er sich diesen abgelegenen Konvent vor. Er ist davon überzeugt, dass er, könnte er wirklich herkommen, perfekte Gelassenheit finden würde. Eine spirituelle Vergöttlichung. Sie glauben nicht dran. Jeremy weiß unterbewusst, dass es nur ein Wunsch ist. Er kann nicht herkommen. Trotz der Pfade, die der Schattenmann zwischen Terfetto und Jeremys Geist geschaffen hat, ist es einfach unmöglich. Aber ich bin hier. So ist es. Schade, dass es für Sie nichts Besonderes ist, Detective. Andernfalls hätten Sie ein Buddha werden können.
Manche von uns spielen eben immer nur die zweite Geige. Nicht wahr? Ja, so ist es wohl. Sie werden die Erleuchtung andernorts suchen müssen. Und was mache ich stattdessen? Was kann ich hier tun? Sie sollten in die Konventsbibliothek und dort nach der Wahrheit hinter dem Pakt zwischen Jeremy und dem Schattenmann suchen. Es gehört zu den Dingen, die er unterdrückt und nicht klar sehen kann. Kann ich damit den Pakt brechen? Vielleicht. Zumindest können Sie Jeremy damit konfrontieren. Moment. Warum sagen Sie es mir nicht? Solche Dinge weiß ich nicht. Sie müssten wohl eher die Texte von Dr. Freud lesen, wenn Sie das verstehen wollen. Nein, danke. Psychiater sind nichts für mich. Sie sollten noch etwas über die Bibliothek wissen. Er ist ebenfalls hier. Der Schattenmann studiert all die Texte hier seit langer, langer Zeit. Er ist hier? Wie soll ich an ihm vorbeikommen? Mit Vorsicht, Detective. Oh Mann, fantastisch. Eine Idee, wie wir den Schattenmann loswerden können? Ich schätze, Verdrängung könnte funktionieren. Versuchen Sie, ihm keine Aufmerksamkeit zu schenken. Der gute alte Boogeyman, ha? Huh? Kandi war von der angenehmen Natur Taroeas verwirrt. Irgendwie war sie ihm unangenehm. Juan, der Buddha im Strickpulli, half ihm auch nicht weiter. Laut Kandi sollten Menschen einfach nicht so nett und aufrichtig sein. Am besten sollte er zur Bibliothek weitereilen, dachte er, und schauen, ob er Informationen über Jeremys Verhältnis mit dem Schattenmann finden konnte. Okay, wir haben Pläne. Wir haben jede Menge Pläne. Aber diese Pläne, die setzen wir beim nächsten Mal in die Tat um. Wenn ihr jetzt hier ein bisschen Unterstützung da lassen wollt, bewerten und kommentieren. Meine Karte funktioniert hier nicht, oder? Nö. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.